Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr diese super süßen Schiebeknotenarmbänder ganz einfach selbst machen könnt. Ich habe eigentlich fast täglich eins an, die lassen sich nämlich ganz, ganz super kombinieren mit einer schönen Uhr oder mit einem schönen Perlenarmband. Alles, was wir dafür brauchen, sind Bänder in verschiedenen Farben. Ich habe hier einen Baumwollfaden genommen, dann eine Rundzange, ein paar Biegeringe und Charmanhänger und dann können wir direkt schon loslegen. Zuerst schneiden wir uns von unserem Baumwollfaden ca. 25 bis 30 cm ab. Den legen wir dann übereinander bzw. die beiden Enden parallel zueinander. Dann nehmen wir das eine Ende unseres Baumwollfadens und legen eine Schlaufe damit, so wie ihr hier seht, also dass wirklich die Schlaufe über dem anderen Faden liegt. Und dann nehmen wir uns das lose Teil und wickeln es dreimal um das ganze Band herum. Ich zeige es euch gleich auch nochmal in Nahaufnahme. Dann wird das Ganze einfach zusammengeschoben, also einfach an der linken Schnur ziehen und den Knoten ein bisschen nachschieben. Das merkt ihr aber auch, wenn ihr es dann am Knoten seid, wie ihr schieben und knoten müsst, dass es sich enger zieht. Genau das gleiche machen wir nämlich jetzt auf der anderen Seite auch. Einfach wieder eine Schlaufe über das Band legen, mit dem losen Ende natürlich. Dieses lose Ende dann dreimal um das gesamte Band wickeln. Und dann wieder mit den Fingern durch die Schlaufe greifen und den losen Faden ziehen. Oder einfach hier von oben durchstecken. Das Ganze dann nochmal festzurren. Zum Schluss werden jetzt noch die überstehenden Bänder abgeschnitten. Und dann ist eigentlich das Grundarmband schon fertig. Wenn ihr auf der einen Seite anzieht, könnt ihr auf der anderen Seite nachschieben. So sind die einfach größenverstellbar und einfach variabel in der Größe. Jetzt nochmal in der Nahaufnahme. Erst die Bänder parallel legen und dann eine Schlaufe binden. Mit dem losen Faden dann dreimal das Band umwickeln. Und dann mit den Fingern durch die Schlaufe greifen und den losen Faden durchziehen. Das Ganze nochmal gut festzurren, dass der Knoten auch wirklich nicht aufgeht. Wunderbar verschieben, genau so soll das sein. Dann das ganze Spiel nochmal auf der anderen Seite. Schlaufe legen. Den losen Faden dreimal ins Band wickeln. Müsst ihr nur aufpassen, dass ihr wirklich dreimal parallel zueinander wickelt und nicht überlappt. Dann sieht der Knoten einfach später nicht so schön aus, aber das kriegt ihr ganz schnell raus, versprochen. Dann die überstehenden Bänder nochmal abschneiden und dann ist auch schon das zweite Armband fertig. Auch das lässt sich wunderbar verschieben. Jetzt nehmen wir uns einen unserer Biegeringe, biegen den mit unserer Rundzange auf, stecken dann einfach unser Armband rein, lassen es bestmöglich nicht fallen, aber das passiert öfters. Legen also wie gesagt unser Armband einfach wieder da in den Biegering, nehmen unseren Charmanhänger, legen den auch in den Biegering und biegen ihn mit der Rundzange zu. Fertig ist unser erstes Armband.
Genau das gleiche machen wir jetzt auch noch mit unserem zweiten Armband. Wiegering aufmachen, Armband reinstecken, Wiegering reinstecken. Fertig! Wenn euch das Video gefallen hat und ihr kein weiteres Video mehr von mir verpassen wollt, dann drückt doch hier einfach auf den Abonnieren-Button und seid das nächste Mal wieder dabei.